So, jetzt machen wir uns hier schön ein bisschen gemütlich. Ja, wie ihr seht, wir sind hier mitten in einem Wald. Es ist einfach nur herrlich hier. Das ist ein Geheimplatz, der wird nicht verraten. Hier sind wir schon seit vielen Jahren. Und heute kommt eine gute Freundin. Und bei der soll ich meine alte Batterie in das Auto einbauen, die Zweitbatterie mit Ladebooster und so weiter. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ein T4 habe ich auch noch nie wirklich dran rumgedoktert. Aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Die Bärbel baut gerade schon schön unsere Stühle auf. Und jetzt werden wir erstmal lecker frühstücken. Wo ist die freche Baby? Ja, wo ist die freche? Schnecke, ja? Ja. Ja, wo ist die freche? Ja, wo ist die freche? Schnecke, du weißt schon, dass das Fadis Stuhl ist, oder? Jetzt müssen wir noch einen dritten Stuhl aufbauen, weil Kari ja ihren eigenen braucht. Hat sie sich verdient, die kleine Schnecke. Ja, Bärbel. Ja. Vor allem so schön in der Sonne. Ja, herrlich. Kommt sie angefahren mit ihrer Fahne. Pass auf! Es ist so geil! Geil! Gut, wir freuen uns. Ich hab da eine Macke, eine Waffel haben die da hinten. Mausepups! Ich habe jemanden mitgebracht zum Spielen. Na, mal die meine Schnecke ausmachen, weil es schön ist. Na, alles klar? Nicht klar. Ja. Oh, ich freue mich. Erzähl mal, was machen wir denn heute hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du hilfst mir heute. Du weißt aber schon, dass. Guck mal, oh, das hier was buddern. Ein Na, ich hoffe, du hilfst mir heute. Du weißt aber schon, dass mit dem Zeug, das was wir hier einbauen, filmen. Du musst mich mal ausreden lassen. Du weißt ja aber schon, dass mit dem Wert, den wir jetzt in das Fahrzeug heute einbauen, den mehr Fahrzeug Wert, ja, ich muss weiter, das weiß ich auch. Nee. Ja, naja, dieses wunderschöne Objekt hier, T4, Baujahr, was ist das? 93. Kaum Rost? Nee, kaum. Also, kaum Karosserie. Werden wir heute Zweitbatterie einbauen und einen Laderegler hoffentlich, nicht wahr? Und einen Solarpanel? Na, das, ja, das machen wir später drauf. Hab ich schon gesehen. Aber ah, du hast ja einen Dachträger, das können wir eigentlich ja, einen Dachträger. Geil, ne? Ja, das also ich habe extra machen. Platz gelassen dahinter und so. No, no. Da können wir den. Aber wir machen heute erstmal nur Batterie und Laderegler. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, oder? Ja, wir frühstücken. Das ist übrigens die Lina, die ist etwas schüchtern, aber nur wenn jemand die anders die Kamera hält. Hallo. Ne? Hallo, ich sag hallo, freiwillig. Das ist so, als damit wir es reinschneiden können. Ich darf das nur richtig auf der Karte. Wo ist das Dreck? No. Hier, nimmst du den Dreck in den Koffer? Da ist das gute Stück. Der alte 2,4 Liter Saugdiesel, unverwüstlich. Ja, hier klemmen wir dann den ganzen Spaß an, das verkabeln wir dann schön. Und ich habe auch schon eine Kabeldurchführung gefunden. Da ist schon offen, kann man bis in den Fußraum durchgucken. Name ist Chaos Queen. Ey, es herrscht jetzt Ordnung. Was suchen wir denn hier? Ein bisschen Frühstück. Ein bisschen Frühstück. Oh, Schwester, oh nee. So, hier haben wir auch schon dann den Sicherungskasten. Wir müssen uns dann noch irgendwoher ein D-Plus-Signal für den Ladebooster beschaffen. Dass nur wenn die Zündung quasi an ist, dass der anfängt zu laden und nicht die Starterbatterie leer zieht. Und unter den Sitz hier kommt dann die Batterie hoffentlich. Ich bin gleich aus dem Auto gefallen. So glatt. Ist der rote Punkt da? Oben rechts? Ja, kannst du. Gut, jetzt nehmen wir erstmal den Sitz hier raus. Ist da noch irgendwas? Ja, warte mal kurz. Hier hängt da noch das halbe Auto dran. Ich glaube, hier hängt noch. Aber da hängt auch noch unten hängt auch noch irgendwas hier. Warte mal, was hängt denn da? Nicht kann er nicht. Hier die Gardine. Die hängt aber nicht am Sitz. Klappt gut. Läuft. 3 Stunden später. So, jetzt haben wir den Sitz nach stundenlanger Kleinstarbeit ja locker geschraubt. Und jetzt können wir ihn endlich rausheben, hoffentlich. Nein, können wir nicht. Wo hängst du? Jawohl. Ja. Sehr schön. Es wird aber Zeit. Sitz ist draußen und jetzt können wir loslegen hier. Was? Ja Leute, also wir haben jetzt herausgefunden, dass hier schon eine Verkabelung vorhanden ist, die auch funktioniert. Es kommt hier Bordspannung an, mit Trennrelais sogar. Das heißt, wir sparen uns die komplette Verkabelung von vorne nach hinten, müssen nur die Batterie einbauen und Verbrauch anschließen. Ich habe eben ein tolles Auto, du willst mir noch nicht eingestehen. Habe ich dir schon immer gesagt. Merkst du selber, dass es blöde war, oder? Wieso? Oh, Schloss. Ja, was man hier alles findet unterm Sitz, Marshmallows, da gibt es gleich noch was zu essen zum Bauen. Mmh. Oh, vom Feinsten hier, Bärbel. Oh, danke. Dein Frühstück. Oh, ich kotze gleich. Lass dir schmecken. Willst du eins vor der Kamera essen? Nein. Nein? So, dann gucken wir mal, ob das gute Stück hier reinpasst. Oh, gerade so. Ja, ey.
Na, die Frage ist halt hier, ob das jetzt ein Problem ist. Und da sitzt dann hier oben drauf, weil ein bisschen hoch steht sie schon. Ach so. Aber das müsste eigentlich gehen. Muss man mal ausprobieren. Das, Leute, das ist Artikel 13, was Artikel 13 mit der Jugend macht heutzutage, ne? Mäuschen. Die faulen Weiber hier, ey. Oder woanders unterstellen. Ja, also das Wichtige ist immer schön die Kabel abisolieren und dann in der Ader- und Endhülse draufquetschen, damit das Ganze auch einen ordentlichen Kontakt hat. War die Nacht doch ganz schlimm. Wie man sieht, den Hunden geht es auch sehr gut. Während der Alte sich jetzt abhackt, die Weiber machen sich gemütlicher, ne? Oh. Oh, oh. So, Ladebooster ist verkabelt. Jetzt haben wir hier noch eine Mini-ANL-Sicherung dazwischen gemacht. Na, Safety's first. Das mache ich gleich noch besser hier, ne, bevor ich mal drum meckert. Und jetzt gucken wir, ob der ganze Spaß funktioniert. Ich guck den Scherbel mal an. Läuft. Immer wieder praktisch 12 Volt dabei zu haben im Camper. Quatsch, 12 Volt, 230 Volt. Und eine fahrende Kantine haben wir auch mit. Gulaschkanone. Na, da wird dann auch noch lecker Essen und Kaffee und Kakao gemacht. Die Warwerbe. Ganz wichtig, Kaffee und Kakao. Ja, herrlich. Und die Lithium-Batterie, die ist immer noch speziell. Immer noch eine super Spannung hier von 13,1 Volt, obwohl hier alles läuft. Hier haben wir all möglichen Krempel angeschlossen. Der Akku lädt, Heißklebepistole. Ohne Heißklebepistole geht gar nichts. Vibrationswerkzeug, Matibor. Mit meiner alten Bleibatterie wäre ja schon lange Ruhe gewesen bei sowas. Aber die ist immer noch gut und wird weiterverwertet und für Kühlschrank, Licht, Handyladen und sowas. Ich mach die nicht so schlecht, die kommt bei mir rein. Ja, die ist super, die Bleibatterie. Das ist halt nicht so hochleistungsfähig wie jetzt hier so eine Lithiumbatterie halt. Ne? Du willst ja hier keine 50 Ampere oder sowas durchjagen, ne? Ja, später vielleicht mal. So, die Matti, die hat jetzt hier schon schön an ihrem Bedienteil gearbeitet. Hier sind es überall so herrliche Kippschalterchen, die hoffentlich grün leuchten und schön den Schlaf stören. Hier gibt es eine 12 Volt und eine USB 5 Volt Buchse. Eine Spannungskontrolle und ein Hauptschalter. So, und das bauen wir jetzt alles schön hier ein, Matti, ne? Bauen wir? Machen wir? Nicht klar. Gut. So, wir haben jetzt alles schön eingebaut und verkabelt, wie man sieht. Da unten ist der Sicherungskasten. Und hier die andere Seite. Hier oben haben wir gesagt, die 12-Volt-Büchsen. Hier ein paar Schalter, so wie die Matti es gerne haben wollte. Fleißig selbst gesägt. Hier unten ist natürlich unser Hauptschalter. Und sollte eigentlich auch funktionieren, genau. Läuft. So, jetzt machen wir alles noch ein bisschen schick, ne? Machen wir. Dann sind wir fertig, oder? Ja, auf dem Docht. Ja, das sowieso auf jeden Fall. Ja, und dann die Solar? Das machen wir heute nicht mehr. Bitte! So, jetzt haben wir alles schön hier fertig reingeschoben und reingebastelt in die Kiste. Sieht sehr gut aus und funktioniert hervorragend. Na, Fiebischnecke? Nochmal hier von der anderen Seite. Scheiße. Ja, jetzt auch alles fertig eingebaut und funktioniert. Und es funktioniert so toll. Und das Licht geht an und aus. Dort guckt ihr das an. An, aus, an, aus. Schön, geht, ne? Geht, nicht, geht, geht, ja. Nicht, geht, geht nicht, geht, ja. Geht nicht. Herrlich. Herrlich. Ihr kennt das ja, wenn Kreo baut, sieht so aus. Jetzt geht es halt darum, den ganzen Scheiß wieder zusammenzubauen. Unter anderem auch den Sitz wieder einzubauen. Und dann haben wir es geschafft für heute. Ich kann das nicht. So Leute, jetzt haben wir es geschafft. Nee, waren wir die? Na war. Was haben wir heute gemacht? Wir haben die bin geblendet. Die haben die Batterie eingebaut. Dann Antlitz. Wir haben die Batterie eingebaut. Dann haben wir den Ladebooster eingebaut, dass die laden kann. Haben dein schönes Bedienpanel eingebaut. Das zeigt man gleich alles nochmal. Hammer. Und jetzt machen wir nochmal einen abschließenden Funktionstest. Ach ja, und was ich nochmal zeigen wollte, die Matti hat so schön hier, so schön gesprayt. Ihre kleine Tür sieht total niedlich aus. Ja. Und jetzt machst du nochmal den Motor an, dass wir hier sehen, dass ja auch die Ladefunktion funktioniert. Man macht vor einen Gang raus, dass die Karre nicht losfährt. Hast du den drin? Ich habe mittlerweile so viel Spielraum, da weißt du nicht mehr wo. Funktioniert wunderbar und wieder aus. Und schaltet auch wieder ab. Wunderbar, so soll es sein.
Ah, ist das schön hier mit Feuerchen, ne? Bärbelchen sucht fein Holz, ne, war Bärbel? Ja. Ja. Es wird auch langsam dunkel. Hatten wir jetzt noch einen kleinen Schock hier, wo wir fertig waren mit Bauen gerade. Fing dieser kleine süße Hund mit einmal an, die kann gar nicht mehr stehen und ist immer umgefallen, ne? Und hat sich ganz komisch bewegt. Sah aus, als ob irgendwie ein Schlaganfall oder irgendwas hatte. Sind wir zum Tierarzt gefahren, hat irgendwie eine Gleichgewichtsstörung. Aber geht schon wieder ein bisschen besser, hat Cortisol bekommen. Aber der Tierarzt hat sowas auch noch nicht gesehen. Die ist dann mit einmal nur noch auf den Vorderfüßen gelaufen. Total ungewöhnlich, ne? Ach ja, das ist übrigens die Denise. Die Denise, die öfters auch mal mit da ist, ne? Jo, kleine Schnecke, wa? Jo. Und die Bärbel sammelt immer noch fleißig Holz. So. Und da ist die Kari, die wird gerade schön eingepackt von der Bärbel. Ne, in meinem Pullover natürlich. Wie ein Geist, wie ein Schreckgespenst. Ehrlich. Die Kinder, die haben auch Spaß, wobei Kinder sind ja schon nicht mehr, sind ja schon Jugendliche. Ich will nicht jugendlich werden. Du willst nicht jugendlich werden? Es steckt im Ärmel. Geht schon wieder besser, der Klee, ne? Das ist Feuerchen. Die Matti hat ja auch noch eine total coole Lampe, die müssen wir euch mal kurz vorführen. Das ist mein Außenlicht. Genau, das ist ihr Außenlicht. Und zeig völlig autark. Also eigentlich funktioniert das per Bewegungsmelder, aber das ist jetzt noch zu hell. Und das kann sie an jeder beliebigen Stelle am Auto immer antackern. Und da hast du halt abends draußen, muss ja niemand immer raus, kannst, ne, überall. Und hast draußen recht gut ausgeleuchtet. Das ist jetzt nicht so der Hit wie diese Variante, aber... So für Low Budget und so. Schon cool, das, ne? Klasse, gefällt ja mir. Finde ich geil. Gute ich Lösung. Ja. Ich hab's auch gehabt. Ne? War anstrengend, ne? Ja, und der arme Hund. Hast du was zum Rühren für mich mit dem, was ich irgendwo in die Pfanne geben soll? Nur sterben, wenn die Schokolade fressen? Ja, voll. Das tun wir auch, wenn die Schokolade frisst. Die frisst keine Schokolade. Sicher? Ja. Gerade stehen. So wie vorher. Perfekt. Die müssen wir eigentlich spülen. Ja. Ja, das reicht mir auch. Und ich bin dein Freund. Raus. Manschette, das geht Kari! Nicht, weil der gewackelt hat, dann hinten am Schwanz. Sport! Willst du nochmal dein neues Küchenlicht anmachen? Da krotzt es. Was kratzt du jetzt? Ich muss mein Scheißhauspapier einrollen. Entschuldigung. Tada! Zeig mal. Das ist echt stolz. Jetzt sei endlich stolz auf das Auto, Lina. Komm zurück. Sehr sag, dass das schön ist. Lob uns. Das ist schön. Pass auf. Oh. Dann ist es wieder dunkel. Ich weiß nicht, ob so eine Kleinigkeit freuen kann. Ich freue mich so heute. Ja, ich mich auch. Gut zum Anspießen dann, ne? So brennst du dir die Finger. Was ist, wenn dein Pupp-Schutz oder wie auch immer das heißt, abbrennt? Das ist ein Bleistift. Da kann man was mitmachen. Man kann es erstmal nehmen, ja. Ja, liebe Leute, dann beenden wir das Video jetzt hier an dem Punkt. Schön, dass ihr dabei wart. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche oder was auch immer gerade ist. Und bis später. Tschüssi.